Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, der Kollege Renner hat es richtig gesagt. Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung. Darüber muss man nicht mehr diskutieren. Jedes Kind hat dieses Recht, ganz gleich, wo es lebt und mit welchem Aufenthaltsstatus. Ter de Somme glaubt an diesen Grundsatz und wir und viele andere auch. Seit 2010, man muss es einfach immer noch mal sagen, gilt die UN-Kinderrechtskonvention uneingeschränkt. Und es ist auch für viele unstreitig, dass das beste Mittel, dieses Recht auf Bildung durchzusetzen, eben nun mal die allgemeine Schulpflicht ist. Auch wenn das Wort vielleicht, der Terminus technicus, nicht unbedingt danach klingt, aber es ist so. Und wenn wir zurückblicken in die Vergangenheit, ist eins mir noch in guter Erinnerung in meiner ersten Zeit hier im Hohen Hause. Der Jürgen hat das eben auch angesprochen. Wir haben einmal hier im Parlament lange und hart darum gerungen, vor circa 15 Jahren, weil es bei uns damals nur ein freiwilliges Schulbesuchsrecht gab und ganz, ganz viele Kinder eben ausgeschlossen waren. Da hat sich keiner drum gekümmert, weil die mussten ja nicht in die Schule. Die waren irgendwo. Und das ist genau das Problem gewesen, was wir hier mit Niveau diskutiert haben. Und dann haben wir 2006, die Schulpflicht für Kinder von Asylsuchenden eingeführt. Und wie gesagt, dass die Schulpflicht im Saarland auch für alle Flüchtlingskinder gilt, ist auch noch im Nachgang dann das Ergebnis und eine Forderung unserer damaligen Enquetekommission Demografischer Wandel gewesen. Auch das sind Fakten, die die Vergangenheit betreffen, die ganz wichtig sind, wenn man darüber diskutiert. Mittlerweile erkennen alle Bundesländer die Schulpflicht für Flüchtlinge an. Das gilt unabhängig vom Aufenthaltsstatus, auch für geduldete Flüchtlingskinder, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Wenn Sie jetzt als AfD kommen in Ihrer typischen Logik, ich muss das so sagen, und jetzt diese allgemeine Schulpflicht im Saarland, die ja wirklich eine echte Errungenschaft geworden ist, wie ich es eben gerade gesagt habe, dass die Kinder eben viel mehr Teilnahmemöglichkeiten in puncto Schule haben, das wollen Sie jetzt wieder einschränken. Und zwar soll sie für ausländische Kinder und Jugendliche und Heranwachsende, die im Besitz einer Aufenthaltsgestattung oder Duldung sind, nicht mehr bestehen. Auch nicht mehr für ausreisepflichtige ausländische Kinder, Jugendliche und Heranwachsende bis zur Erfüllung ihrer Ausreisepflicht. Die Begründung steht im Widerspruch, der Kollege hat das richtig gesagt. Und da muss ich Sie wirklich fragen, warum sollen diese Kinder draußen bleiben, sagen wir es mal so. Wieso sollen die vom Schulbesuch ausgeschlossen sein? Auf diese Art und Weise, wenn wir das nämlich so machen, wird das nämlich so kommen. Und ich glaube nicht, dass es hier um bürokratische Hürden geht, die Sie angesprochen haben. Es geht um ganz etwas anderes, was wir hier auch schon erlebt haben. Weil Sie blenden auch aus, nämlich die Tatsache, dass viele Flüchtlingskinder mit ungesichertem Aufenthaltsstatus über Jahre ja hier leben. Wir haben früher von Duldungsketten sprechen müssen, ein schlimmes Wort, wenn es um die Kinder geht, aber das ist eben so. Nicht wenige bleiben ja ganz. Aber wenn man sich dann überlegt, was passiert mit einem Kind, das jahrelang nicht in die Schule geht, das ist nämlich genau dann der Fall, weil es eben nicht schulpflichtig ist und weil sich, wie gesagt, keiner drum kümmert. Das gibt es sehr häufig und es bleiben Bildungslücken, die kaum mehr aufzuholen sind und es bleiben eben Chancen, verpasste Chancen letztlich, also Chancen, die nicht wahrgenommen werden konnten. Und dabei bietet ein regelmäßiger Schulbesuch, wie gesagt, nochmal für Flüchtlingskinder die besten Chancen zur Integration. Das muss doch klar sein, sie lernen Deutsch, ganz spielerisch zum Teil, sie kommen mit anderen Kindern in Kontakt, sie können in der neuen Heimat Fuß fassen und darum geht es doch. Und wenn man diese Kinder von der Schulpflicht ausnimmt und ihnen den Besuch einer deutschen Schule verweigert, um es mal so auf den Punkt zu bringen, diese Stimmen kennen wir ja schon, gerade auf dem Höhepunkt des Flüchtlingsandrangs 2015 haben Stimmen dieses gefordert und das finde ich unsäglich, weil genau wenn man das fordert, erschwert man die Integration dieser Kinder, die doch so wichtig ist. Und man baut eigentlich neue Mauern auf und man schafft damit auch Parallelgesellschaften, die wir überhaupt so nicht wollen. Man muss es immer wieder sagen, Bildung ist ein Menschenrecht und dieses Menschen- und Kinderrecht werden wir nicht beschneiden. Das wird es mit uns auch nicht geben. Und man muss nun den Blick in die Richtung der aktuellen Diskussion lenken, wenn wir jetzt schon in die Vergangenheit wieder geblickt haben. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der hat sich vor 2 Jahren für eine Stärkung der Schulpflicht, für geflüchtete Kinder und Jugendliche ausgesprochen. Weil die sagen, die Schulpflicht sollte demnach bundesweit im Schulalter ab dem 3. Monat beginnen und für Flüchtlinge, die zum Beispiel Analphabeten sind oder sonstige Lerndefizite haben, sollte sie bis 25 Jahre verlängert werden können. Das waren jetzt mal Forderungen, die doch in Richtung Integration gehen und die im Sinne von Kindern und Jugendlichen sind.
Es geht nämlich um Integration und die wollen wir voranbringen. Und dazu brauchen wir bessere Bedingungen an unseren Schulen. Das wissen wir ja alle, darum ringen wir ja auch immer mit Leidenschaft. Wir brauchen mehr Personal, wir brauchen kleinere Klassen und alles, was dazugehört. Weil das Recht auf Bildung haben eben alle Kinder und Jugendliche. Und das bedeutet eben auch, Dankeschön, das bedeutet eben auch Verantwortung und die Verpflichtung, durch geeignete Maßnahmen den Schulbesuch zu ermöglichen. Da sind wir wieder an der Stelle, an den Schrauben, an denen noch gedreht werden muss. Aber hier muss man auch sagen, dass mit viel Engagement auch viel passiert und unsere Lehrerinnen und Lehrer, wie gesagt, sich hier täglich sehr, sehr anstrengen, damit eben genau das funktioniert. Und ein letzter Satz, nicht zuletzt wegen alledem, wird die Schulpflicht längst als zivilisatorische Errungenschaft gepriesen und bedarf eigentlich schon seit Jahrzehnten keiner Diskussion mehr. Außer offenbar bei den Ewiggestrigen. Das Bild macht sich dann jeder, den Entwurf der AfD, den lehnen wir jedenfalls ab.